Joey, ich mache jetzt eine Challenge mit dir. Und zwar nennt sich das die Green Glass Door Challenge. Wir gehen jetzt gemeinsam durch eine große grüne Glastür, also eine Green Glass Door. Okay. Und wir nehmen Sachen mit. Aber wir dürfen nicht willkürlich irgendwelche Sachen mitnehmen. Und du musst rausfinden, was für Sachen du mitnehmen darfst. Also ich muss quasi das Muster erkennen. Genau. Okay, okay, fang mal an. Ich nehme durch die Tür mit einen Kaffee. Ich nehme durch die Tür mit ein Sandwich. Darfst du nicht. Okay, dann sind jetzt Lebensmittel schon mal nicht das Muster. Ah, voll smart, wie du da dran gehst aber. Okay, ich nehme durch die Tür mit eine Tasse. Ich nehme durch die Tür mit einen Löffel. Darfst du? Okay. Ich nehme durch die Tür mit einen Affen. Ja, Affen passt jetzt gar nicht zu Tasse, Kaffee. Dann nehme ich mit eine Palme. Darfst du nicht. Hm, na gut. Ich nehme mit einen Otto. Was ist denn ein Otto? Weil jemand, der Otto heißt, ich nehme Otto mit. Ich nehme Sebastian Otto mit. Otto kommt mit mir durch die Tür. Nee, darfst du nicht. Yeah, hä? Du darfst aber Otto mitnehmen, aber Sebastian nicht. Das soll eine Silbe sein? Otto? Joey, du bist so nah dran gerade. Wirklich jetzt. Tasse, Kaffee, Löffel. Kein Sebastian, aber ein Otto. Ja, es müssen so kurze Wörter sein. Eine Anna dürftest du zum Beispiel auch mitnehmen. Durch die Green Glass Door. Ja, also darf ich einen Fisch mitnehmen? Nein. Hey, aber es ist auch ein kurzes Wort. Es hat nichts mit kurzen Wörtern. Achte doch mal auf die Buchstaben. Green Glass Door. GGD. Was hat das mit einer Tasse zu tun? Oder einem Löffel? Nein. Green Glass Door. Ah, okay, weil da ein O drin ist. Und deswegen Otto. Vergiss es, Joey. Ernsthaft? Wie wird Door geschrieben? D-O-O-R. Okay, und wie wird Otto geschrieben? Ach so, vier Buchstaben müssen es sein. Nein, Mann. Door, D-O-O-R. Kaffee? K-A-F-F-E-E. Ach so, das müssen zwei Buchstaben zusammen ja. Da sein. Ach so.